anderen Sachen. So, letztes Mal haben wir hier unsere zwei wunderschönen Assets reingeladen. Einmal die Plattform und einmal die Steinlampe. Jetzt geht es um, wie man Texturen importiert. Ich werde jetzt selbst erstellte Texturen importieren. Einmal aus Designer und einmal aus Painter. Einmal aus Designer haben wir eine ganz simple, die aus drei Teilen besteht. In dem Fall die Base Color, die Normal und die Roughness. Die exportiere ich kurz. Auch hier einfach Export as Bitmaps. Ich möchte alle drei haben. Ich packe die mir aber woanders hin. Export Output. Export dann, es ist vollbracht. Dann kann das zu. Dann ja, sehen wir in dem Folder Source Images. Hier haben wir unsere drei Texturen. Und hier ganz einfach, zack, boom, reinziehen, ist da. Öffnet sich kein Feld, nichts. Nicht so wie bei den Assets. Und die können wir jetzt genauso benutzen wie jedes andere Textur auch. Aber mit einem Material. Dann nennen es Verkleidung. Hier wird jetzt nichts viel anders gemacht. Farbe in Farbe. Normal in Normal. Hey, ich will die verschieben. Und die Roughness in die Roughness. Die Sachen reichen aus für so eine simple Textur, die einfach nur an die Wand soll. Ich füge noch schnell mal eine Tileable Texture ein. Das kennen wir alle schon aus dem Material für Anfänger. Ist jetzt nichts Neues. Wir sollten vielleicht die 0 nicht da stehen lassen. Wir machen mal eine 4. 4 sollte ausreichen. Zack, und. Er rechnet, er rechnet, er rechnet. Ich mache hier immer weiter. Zack, zack. Ja, wie man sieht hier, die sind doch sehr gestretched. Na gut, wenn man es nicht weiß, fällt es weniger auf. Ist noch vertretbar. Man muss halt immer ein bisschen gucken. Wenn man was längs hat und es ein bisschen längs stretcht, kann man es vertreten. Wie gesagt, wenn man es weiß, fällt halt auf. Gerade hier diese schwarzen Striche, die sind noch sehr weit auseinander. So, das war jetzt das Simple. Jetzt holen wir uns die Textur von unserer Steinlampe. Die wird ein bisschen komplizierter, weil es eine gepackte Textur beinhaltet. Die habe ich mir in Substance Painter gemacht. Da habe ich hier diese schöne Lampe angemalt. Was man bei so einer Textur, gerade wenn man sie selber gemacht hat, immer schön kontrollieren kann. Wie groß ist die und wie groß muss sie sein? Wenn ich sie ein bisschen runterskaliere von der Größe her, ja, würde noch gehen. Es geht etwas Detail verloren, aber ist noch vertretbar. Wenn ich es noch weiter runter skaliere, sieht man schon, wird doch sehr blurry. Deswegen, ich nehme gerne immer 2K. Nehmt gerne immer ein bisschen größer. Man kann es in der Engine auch runter skalieren. Ist einfacher, wie irgendwas hoch zu skalieren, weil wenn wir keine Info haben und machen es größer, wird es blurry. Deswegen, geht gern nü größer, wie es bräuchtet. Runter geht immer, rauf ist schwierig. Dann exportieren. Das Schöne an Painter, der hat hier gleich ein Preset für die Unreal Engine. Der ist gepackt. Der packt uns mehrere Grayscales, die Ambient Occlusion, die Metal und die Roughness. Der packt die uns alle auf eine Map drauf. Hat einen großen Vorteil, einfach, dass es weniger Speicher ist und weniger Texturen für uns. Quasi, wir kriegen eine farbige Textur anstatt drei Grayscale. Da haben wir Platz gespart und Speicher gespart. Ist aber was ganz Praktisches. Das kann erstmal so bleiben, wie es ist. Ich nutze halt gern fürs Exportieren als File-Tagger. Da wird wenig komprimiert, es geht wenig Datei verloren. Wie jetzt bei dem PNG, da geht ein bisschen mehr was verloren. Umso mehr Informationen wir am Ende haben, umso schöner wird es aussehen. Dann Export. Auch super. Der macht hier gleich Open Direct. Der öffnet direkt den Output. Der sagt, da habe ich das reingespeichert, das ist der Ordner. Ich habe mir die auch ein bisschen umbenannt. Ich habe den Zwischenteil weggelassen und steht halt immer drin, das ist die Steinlampe und was für eine Art Textur das ist, jetzt in dem Fall die Normal Map. Aber benennen dürft ihr das, wie ihr das wollt und wie ihr das sinnvoll findet. Auch hier wieder rein. Drinne, kein Problem. Neues Material. Auch hier wieder ganz normal die Base Color in die Base Color.
die Normal kommt in die Normal. Bei der Gepäckten müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Weil, wie gesagt, wir haben hier verschiedene Grayscale-Texturen. Ja. Weil, wie gesagt, wir haben hier verschiedene Grayscale-Texturen in einer. Das erste, was wir machen müssen in Unreal, ist sRGB aus. sRGB ist halt, es wird nochmal ein Gamma drüber gemacht, der macht die Sachen dunkler. Und wenn wir jetzt gerade bei der Roughness die ein bisschen dunkler haben, wird es halt wieder ein bisschen shinier, ein bisschen mehr nach Plastik. Wollen wir ja nicht. Und so haben wir halt aufgebaut. Im roten Kanal ist unsere Ambient drinne, im grünen ist die Roughness und im blau ist die Metallic. Hätten wir uns eigentlich sparen können, weil ist ja nichts Metallisches drin. Im Alpha-Kanal von der gepackten Datei könnte man jetzt eine Emissive unterbringen als Grayscale und Farbe ein bisschen später nachfügen. Wie schon mal erwähnt, man hat in der Basecal auch ganz gerne mal die Alpha für die Opacity oder für Masking drin. Einfach, wie gesagt, um Platz zu sparen. Wie gesagt, man hat so drei. Wenn wir das nicht gepackt hätten, hätten wir hier fünf. Und ein bisschen mehr Speicherplatz verloren, weil, wie gesagt, es ist einfacher für Unreal, eine Farbe zu speichern wie drei verschiedene Grauwerte. Auch wenn ihr in anderen Programmen arbeitet, meistens wird es, wenn ihr für Unreal direkt was entpackt, direkt auch so entpackt, dass Rot ist Ambient, Grün ist die Roughness und Blau ist die Metallic. Ihr seht schon, wir haben was vergessen. Der meckert, Error, hier funktioniert was nicht. Wir haben sRGB ausgeschaltet, also müssen wir hier auch Linear Color ausschalten. Jetzt funktioniert es wieder. Selber nochmal, wie wird die Datei verarbeitet, die Information, die ich bekomme? Es wurde angegeben, du bist eine Farbe, aber wir haben ja gesagt, nee, Digga, du bist hier keine Farbe, du hast hier andere Werte und du hast kein sRGB. So zeigt man an, okay, deine Farbe sind tatsächlich Grauwerte. Und jetzt funktioniert es auch. Wir machen den mal da drauf. Wir machen den vielleicht nicht auf dem Boden. Wir machen den mal da drauf. Wir speichern das alles. Und schon haben wir unsere Textur auf unser Modell. Jetzt haben wir ein paar Texturen importiert auf verschiedene Wege. Auf diese Weise könnt ihr alle möglichen Texturen importieren, die ihr woanders holen könnt. Ihr könnt euch übers Internet, über MyTextures zum Beispiel, Texturen runterladen und die benutzen. Die werden alle auf gleichem Wege benutzt. In Zukunft werden wir uns auch ein paar Seiten anschauen, wo man Assets und Texturen und Materialien sich runterladen kann. Ja, aber dazu dann halt zu gegebener Stunde mehr. Dann danke ich für die Aufmerksamkeit und schönen Tag noch.